Herr Professor Biske, Sie sind Jahrgang 41, geboren in Zollbrück im damaligen Pommern. Sie gehören noch zu der Generation, die Krieg und Umsiedlung miterlebt hat. Wo liegt Zollbrück? Waren Sie in den letzten Jahren mal da gewesen? Wie hat sich der Ort verändert, falls Sie da gewesen sind? Also das kann ich gleich beantworten. Ich war nie da. Ich bin dort geboren worden, da bin ich unschuldig, aber das war so. Das ist in der Nähe, wo auch der polnische Ministerpräsident Tusk geboren ist. Ich habe neulich gerade mit ihm darüber geredet. Der ist auch in der Nähe von Danzig geboren, also nicht so weit weg, 50 bis 80 Kilometer weg. Es hat mich nichts hingezogen, weil ich eine Aversion hatte. Ich wollte nicht zu denen gehören, die dahin fahren, um ihre ehemaligen Häuser zu besichtigen. Außerdem hatten die Biskis nie so viel, dass es lohnte, den Besitz der Biskis zu bewundern, also dahin zu fahren. Und deshalb habe ich da ein lockeres Verhältnis dazu. Ich bin in vielen Gegenden von Polen gewesen, dort war ich nie. Sie sind dann von Zollbrück in den Westen gegangen. Können Sie sich erinnern an die Kriegserlebnisse oder an diese Kriegszeit noch? Sie waren ja Kind, 4 Jahre alt, als letztendlich dieser Treck der Menschen von den Osten in den Westen stattgefunden hat. Ja gut, daran kann ich mich erinnern. Das sind etwa, warum ich absolut unmilitärisch bin und gegen alle Kriege, weil ich kann das nicht vergessen. Die ersten Erlebnisse, die ich hatte, war die Front. Und die Front zog einmal über uns mit all ihren Grausamkeiten. Und dann wurde sie wieder zurückgeworfen. Dann kam die Front zum zweiten Mal über uns. Und meine Tante war Hebamme. Und das heißt, sie war das Einzige mit medizinischen Fachkenntnissen. Und alle Wunden, die so ein Krieg so zufügt, auch die von Messerstechereien zwischen Russen, Polen und Deutschen, wo man dann in die Schnittwunden Carbid gestreut hat, damit es etwas wehtut, das kam dann bei meiner Tante an. Und da habe ich viele, viele schreiende, brüllende Menschen, die fast wahnsinnig vor Schmerz wurden, erlebt. Und das hat mir für mein Leben gereicht. Ich kann mich dann noch entsinnen, dass wir dort geflohen sind, im Grunde genommen, weil meine Tante wollten sie behalten. War ja die mit medizinischen Kenntnissen. Und ich hatte einen Rucksack, der war so vollgepackt, dass ich manchmal nach hinten umkippte. Ich konnte gar nichts dafür. Ich war ja im Alter von 4 oder 5 Jahren. Und ja, und an diese schrecklichen Bahnhöfe, die alle kalt waren, eisig kalt. Und dann sind wir irgendwo in Schleswig-Holstein gelandet. Das heißt, ich bin als kleiner Junge da mitgenommen worden. Das war nicht mein Wille, sondern ich wachte dann plötzlich in Holstein auf und hatte dort eine schöne Kindheit mit viel Natur und viel Erlebnissen und Unsinn, den man gemacht hat.